Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3, Folge Nummer 4. Ja, ich hab hier mal meinen Fail da ein bisschen verbessert. Funktioniert jetzt soweit ganz gut. Ja, also das heißt, jetzt kommen auch wirklich 4 Stück an. Ich habe da eine kleine Idee noch. Dafür brauche ich jetzt aber bitte noch ein bisschen Holz. Und zwar als erstes brauche ich davon 4 Stück. Brauche ich noch mehr Holz? Viel mehr Holz? Ach, komm. Und davon welche? Da habe ich 4 Stück davon. Sehr gut. Das ist schon mal das, was wir brauchen. Jetzt brauche ich davon Minimum 8. Aber ich brauche nämlich nochmal Kisten. Und zwar dieselbe Anzahl. Nochmal 4. Ich hoffe, dass die mir nicht wegbrennen. Kann es aber nicht garantieren. So. Und zwar, du kommst hier hin. Kommst du weg? Kommst du dahin? Das ist schon mal perfekt. So, dann. Kommst du jetzt weg? Dann kommst du weg? Dafür bleibt mal da. So, dann heißt es jetzt. Du kommst weg, du kommst dahin. Ich brauche noch mal Stein. Nein, ich brauche Holz. Naja, ich und meine Fackel hier. Merkt ihr schon. So, dann habe ich jetzt den da. Dann habe ich jetzt den und den. Wenn ich jetzt dich wegmache, kommst du dahin. Wenn ich dich wegmache, du kommst dahin. Ja. Aber er tut den mir schon mal nicht so hin, wie ich ihn brauche. Verdammt. Bitte so. Dankeschön. So, wir gehen wieder nach oben. So, ich habe noch 2. Das heißt, du kommst dahin und du kommst dahin. So, da ist einer drin. Und da dürfte auch einer drin sein. Genau, passt. So, weil jetzt habe ich den Vorteil. Reparieren wir mal schnell das Ding. Ah, dass wenn ich jetzt das da mache. Und irgendwo auf einen von diesen Plattformen dann Stein drauf fällt. Der aufgesammelt. Schauen wir mal. Hier sind jetzt 2 drin. Hier sind 3 drin. Hier ist einer drin.
Und hier ist auch einer drin. Perfekt. Müsste ich mir einen Golem hinstellen, der wohl die ganze Zeit Steine klopft. So, aber wir haben schon mal 4 Stacks und das ist doch schon mal gut so. So. Das heißt, ich kann jetzt schon mir mal wieder den Loot. Ah, ich brauche einen Compressed. Alles klar. Das machen wir gleich. Ich mache mir gleich mehrere. So, danke. Ich habe gleich 7. Mittlere. Und ich claim mir das Ding. Und whatever. Okay. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes die Stone Combustion. Das heißt also, ich brauche gleich mal. Ach, da kann ich gleich alle reinhauen. Mach die. So. Genau, ich brauche jetzt Grinding. Und das ist, glaube ich, der Grinder. Ja, das gibt den da und es gibt den da. Kann man beide auch so bauen. Ich brauche halt nur beide. Das heißt jetzt für mich, ich brauche jetzt erstmal wieder ein bisschen Sticks. So, und dann bauen wir als erstes mal einen für den kleinen Geldbeutel. Und schmeiß dann auch da rein. So, und jetzt deswegen auch gleich ein paar mehr gebaut, halt verkehrt. Das heißt, ich baue mir jetzt das Ding und die zwei und schon habe ich den zweiten. Und diesmal nehme ich ihn unten, weil es kann. Jawohl, Zuckerstange. Sehr schön. So, das heißt jetzt, wir haben jetzt offen Gravel. So. Hat schon mal einen Vorteil. Gravel haben wir erledigt. Jetzt muss ich nur mal schnell was testen. So, ich habe 2 Gravel rausbekommen. Ich habe 4 rausbekommen. Sehr schön. Ich weiß jetzt nicht, ob es geht, ob man das jetzt wegschmeißen muss oder ob ich es doch verbessern kann. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal, ich will jetzt meine Picke erstmal nicht da, da. Ich will jetzt meine Picke erstmal reparieren. Und als nächstes bräuchte ich bitte jetzt aus der Abteilung eine Picke. Hält nämlich länger. Wenn es funktioniert. Ich weiß es nicht. So, wenn ich dich jetzt nämlich dahin mache. Sehr schön. Ich habe ein Upgrade reingebaut. Und bin auf Flint. Das ist das, was ich wollte. So, und dann gehen wir gleich hier hin und machen nochmal dasselbe mit. Okay. Das können wir auch gleich noch machen. Haben wir wieder 4. So, und dann machen wir das so. Und wir haben Sand. So, dann heißt es jetzt, wir haben Sand hier. Das heißt, den kann ich claimen. Und ich habe Gravel. Dann kann ich den claimen. Eine kolorierte Linse. Und einen B-Sample.
hatten wir ja gerade da dabei. Dann brauche ich jetzt nämlich das da nochmal. Gunpowder habe ich noch ein bisschen was. So. Dann war das, glaube ich, so. Genau, dann habe ich hier nämlich einen Stone Combustion Heater. Und dann brauche ich nochmal 8. Oh. Dann baue ich erstmal nochmal das da. Dann brauche ich jetzt, weil wir sind ja auf Stein, das heißt die nächste Runde. Und jetzt rum. Und dann haben wir den Käfig. So, mein Problem ist jetzt nur, ich weiß es nicht, ob es auch mit Stein funktioniert. Das werden wir jetzt gleich mal testen. Ich mache jetzt einfach mal Stein hin. So. Das Problem ist jetzt halt das da und das da plus das da. Genau, dann geht das nämlich nicht. Dann muss ich jetzt euch abreißen. Und jetzt schauen wir mal, ob das reicht. Na, das war natürlich... Der wäre... Nein. Oder ob ich Cleanstone brauche. Jawohl, funktioniert. Sehr schön. So, das heißt jetzt schon mal, der kleine hier kann jetzt schon mal maximal 600 Grad machen. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall schon mal jetzt die nächste Möglichkeit. Ich nehme jetzt den. Na, ich nehme den mittleren. Komm. Den schmeiße ich nicht weg, aber in die Kiste. So. Und ich gehe zurück. Und den Freezer, den haben wir ja schon ewig. So, dann haben wir ein Overclocking-Upgrade. Und ich habe ein Fertilizer. Sehr schön, sehr schön. So, dann brauche ich jetzt als nächstes Life Infusion. Dafür brauche ich jetzt den Kaktus und Kaktusnadeln. Das heißt jetzt den Kaktus. Für den Kaktus brauche ich Plant Matter. Ich brauche Light Gray. Genau. Und das ist jetzt mein Problem. Ich brauche als erstes mal brauche ich das. Ich brauche nämlich Fackeln. Weil man muss auf Höhe, mindestens Höhe 64 sein, damit damit Tintenfische spawnen, weil wir brauchen ja Kohle. So. Ja, Kohle. Tintenfässchen. Kohle. Ich bin auch ein bisschen Kohle. So, okay, dann heißt es jetzt für mich, ich habe ja noch einen Wassereimer da. Und jetzt heißt das ganze Thema für mich. Ich muss jetzt mal gucken. Ist das standardbillig oder ist das...
Ed Schüssel. Oh. Es ist der Schüsselmod nicht drin. Nee, nee, nee. Oder? Doch, es ist Rallye-Schüssel drin. Da ist sogar die Eisschüssel. Ah, ich brauche ein Eisen. Für die. Da bin ich noch ein bisschen weg. Also kein Flint. So, und dann heißt es jetzt für mich. Wir gehen jetzt nach unten. Und ich muss jetzt so lange nach unten. Na komm. So, wir sind jetzt auf 64. Nein, wir sind auf 66. Das ist doof. So, 64. So, das heißt jetzt für mich, ich muss jetzt auf jeden Fall da eine Fackel hinmachen. Und dann haben wir hier schon mal einen kleinen Ring. Deswegen auch noch ein paar Kabels aufgehoben. Und irgendwann kommt da noch eine Leiter hin, dass ich dann nicht mehr die ganze Zeit mit dem Aufzug rauf und runter fahren muss. Aber den Aufzug, der ist wichtig, weil da sollen ja die Tintenfische drauf knallen. Ich bin nur gerade beim Überlegen, das ist jetzt 64. Ich hätte jetzt gesagt, ich mache jetzt nochmal einen und gehe jetzt komplett runter bis 56. Sagte er und ging noch tiefer. So, da mache ich es jetzt aber anders. Mache ich es jetzt genauso. Das ist die zweite Umrandung. Ich hoffe, dass da. Aha, ganz unten spawnen sogar die ganz bösen Viecher. Kann es dann sein, dass ich dann noch mal irgendwann noch tiefer runter muss und sowas machen? Okay, so, dann kommst du noch dahin. So. Bevor ich jetzt dann da anfange, hier so ein Planschbecken zu bauen, gehe ich jetzt mal hier nach oben. Gott, dauert es lang. Und wie gesagt, dann werde ich mir mal demnächst Leiter basteln, dass ich da nach oben komme. Ich weiß gar nicht, ob das mit, ob Elevators drauf sind. Muss ich auch gucken. So, dann heißt es jetzt, wir sind gleich oben, 3 Stunden später. Vielleicht haben wir es geschafft. Bis sein Kopf am Brett festigen. So. Und jetzt muss ich halt hoffen, dass dann unten irgendwann mal paar spawnen. Ich hätte jetzt natürlich auch wieder so clever sein können. Ich wollte auch sowieso Leitern machen. Ja. Problem wird jetzt halt nur sein, es so hinzukriegen, dass ich nicht drauf gehe dabei.
das wird nicht leicht. Das heißt also, ich brauche jetzt nochmal einen Eimer. Jetzt ist die Frage, kann ich mich an der... Kann ich ja testen. Da nicht. Aber da. Ich könnte mich festhalten. Wenn nicht, gibt es einen lustigen Plumps. Alter, aber gerade noch die Finger drin gekriegt. Mir ist gerade ein bisschen wärmer. Macht mal wieder komische Sachen. Kennt man nicht anders. Ja, es ist, glaube ich, schon die Höhe nicht mehr so extrem, dass ich noch drauf gehe dabei. Danke. So. Und wir verduften wieder. Können. Als. Jetzt verduften wir. Macht auch Sinn zu verduften. Schauen wir mal, ob da was spawnt. Aber wir brauchen Grau. Und Grau kriegt man halt nur mit Schwarz und Weiß. So, das heißt, das haben wir ein bisschen hinter uns. Was haben wir denn hier? Unfired Clay Barrel, Unfired Clay Barrel Extension. Unfired. Okay. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche wieder Erde. Ich glaube nur nicht, dass zwei reichen. So, mach mal. Und apropos, mach mal. Ich habe mittlerweile über 12 Strings. Das heißt, wir machen mal da was. Und wir legen uns hin. Wir können jetzt eine Runde schlafen. So, schauen wir mal runter. Da unten was. Liegt da was rum? Ich sehe auf jeden Fall einen Tintenfisch. Runter. Perfekt. Wieder hoch. Ja. So kriegt man Tintenfische. Die spawnen auch in den Wasserfällen. Und auf dem Stein bleiben sie hängen. Und gehen dabei drauf. Und wir freuen uns. Ein bisschen. So. Dann haben wir mal graue Farbe. Und jetzt brauche ich noch Gunpowder. Das ist auch was ich ziemlich schnell updaten muss. So, danke schön. Das ist auch der Vorteil, wenn da was spawnt und man macht Tag. Man wartet, bis die da sind, dann brennen die weg und dann hat man auch so Knochen. So, da kommt das weg. Wieder bis Bass Drinks dazu bekommen. Ist auch dazu gekommen.
Und dann heißt es jetzt zack, zack. So, und dann war das jetzt einmal so, das war der eine. Und den zweiten kann ich noch gar nicht machen, weil, ja. Brauche ich noch nochmal zwei. Dann freest du mal. Okay. Dann heißt es jetzt für uns. Farming habe ich noch nicht freigeschalten. Farming brauche ich Prismarine Crystals und Boron Ingots. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall schon bei beiden ziemlich weit sein. Muss hier unten irgendwo dann, glaube ich, sein, damit ich da dran komme. Bei Tinkers ist es auf jeden Fall auch so. Ja, wie gesagt, Silky Smooth brauche ich auf jeden Fall bei dem einen. Hotwood, glaube ich, ist das andere. Oder nee, Reinforcement ist das andere. Also da haben wir jetzt einiges noch vor uns. So. Ich würde aber gerne noch diese Quest hier abschließen. Mit den... Ja, was haben wir denn hier? Ja, da bräuchte ich jetzt einen Katalyst, ne? Hahaha. Ja, wobei, es wird, glaube ich, reichen. Nein, es reicht nicht, weil ich noch Blazebowder brauche. Ja. Ich hätte auch einen Creeper noch gebraucht. Ich sehe das kommen, dass ich demnächst eine Monsterfarm bauen muss. So, jetzt geht es auf jeden Fall schon mal hier mit dem Zeug hier schneller. Und wir daten auch schön brav die Picke ab. Und es geht auch nicht mehr so viel kaputt. Das ist schon mal sehr schön. Also, ich kann mir jetzt sozusagen schön brav weiter an Stein arbeiten. Dass ich hier auch weiterkomme. Kommst dahin. So. Ich brauche Gunpowder. Ein Zombie-Herz wird mich kein Gunpowder geben. Nee. Kann ich mir sonst noch irgendwas... Ah, genau. Den Kaktus soll ich mir noch angucken. Der Kaktus ist 8, 8 und Bone Block. Muss ich gucken, was ein Bone Block ist. Ich hoffe, der da. Jawohl, ist es. Dann haben wir einen Bone Block. Und dann brauche ich noch was? 8 mal das und 8 mal das. Brauche ich noch 3 von da und 3 von da. Habe ich schon mal 8. Und das letzte, was ich noch brauche, sind diese Balls. Davon habe ich 6. Aber ich habe Gott sei Dank 25 Sepplinge. Und jetzt habe ich 8. Was will ich hier eigentlich immer? So, okay. Dann heißt es jetzt für mich.
Den schlage ich auf. Dann schmeiße ich den rein. Dann schmeiße ich die rein. Dann schmeiße ich das rein. Dann mache ich zu. Dann hüpfe ich falsch vorbei und dann machen wir es nochmal. Jetzt laufe ich außen rum. Und es geht nicht. Habe ich wieder den falschen genommen? Ich brauche 400 HU. Ich brauche einen Bone Block. Ich brauche Light Gray. Ich werde Dark Gray haben. Ja, ich... Nuss. Danke fürs Gespräch, Drake. Hat toll gemacht. Kannst nicht mal zwischen grau und hellgrau unterscheiden. So, davon 8. Den da, die 8. Wir machen zu. Wir laufen außen rum. Und auf den Knopf. Und ich habe einen dehydrierten Kaktus. Das ist schön. Das wollten wir auch. So, und jetzt nehme ich dann den da. Und ich ziehe mal die komplette Waffe auf 2000 auf. So, und dann machen wir das schnell nochmal. Das da. Jetzt ist weggeworfen. Ach, da ist er. So, wir brauchen, ich will nämlich Sand haben. Ich weiß nämlich nicht, ob es hier Snatch gibt. Wenn es Snatch gibt, wäre es noch cooler. Wir werden es gleich sehen. Ah, ich habe noch Sand gehabt. Nein, es gibt leider kein Snatch. Aber jetzt stelle ich hier den Sand mal hin. Dann mache ich den Kollegen da drauf. Und ich drücke drauf. Und et voilà. Wir haben unseren Kaktus. Und unser Kaktus kann blühen. Wir haben unser erstes Lebewesen hier. Also bis auf mich. Ja, und die anderen zählen nicht. Die, wo mich killen wollen. Und die Tintenfische, ja. Tut mir leid. Geh mal schnell nochmal runter. Waren es nur noch 3. Bitte. Darum ging es gerade schneller. Jawohl. Aber wir haben jetzt noch mal ein paar Inksacks. Ein bisschen Flint haben wir auch noch. Der kommt jetzt auch noch mit da rein. So, und ich werde jetzt dann mal bis zum nächsten Mal Steine klopfen. Und zwar richtig, dass wir die Plattform wirklich ein bisschen größer machen. Das werde ich nämlich jetzt auch mal anfangen. Immer wieder auch Kaktus fällen, wenn der... Ah, okay, Growth 30%. Das ist cool, dass es da steht. Wir schlafen mal schnell. Nein, wir schlafen nicht. Ich brauche Gunpowder. Oh, das hat sich wieder regeneriert. Dankeschön. Ja, ich sehe das jetzt schon wieder kommen. Ah, aber da hinten ist ein Creeper.
sind sogar zwei Creeper. Ich darf sie nicht entwischen lassen. Muss ich nur hoffen. Ja, sechs Stück habe ich. Na. Komm. Schneemännchen, du musst mir noch ein bisschen Schnee geben. Bevor die Kameraden dann schon wieder despawnen. Die zwei Creeper sind auf jeden Fall drei. Aber das Skelett da oben, das wird mehr brauchen. Und das Skelett da oben ist das erste, was weg muss. Okay, so geht's auch. Mist. Danke fürs Gespräch. Ich kann nicht so fertig machen. Ich hab's probiert. Wichtiger, dass man das Zeug erstmal hier in Sicherheit bringt. So, aber ein Creeper steht noch drüben. Habe ich gerade gesehen. Ich hoffe, der steht noch drüben, wenn ich geschlafen habe. Dann habe ich schon mal das Skelett beiseite geschafft. Doch kein Creeper? Okay, war was anders. War ein Zombie. Ja, ich weiß, möchte ich gern sehen. So, aber das haben wir schon mal wieder erfolgreich und gut hingekriegt. Ich kann jetzt mal den Pumpkin Seed auch auspacken. Das tue ich auch mal mit hier rein. Das kommt gleich oben mit rein. Das auch. Das kann ich unten lassen. Die Kiste auch. Das kommt nach oben. Zum Futter habe ich noch. Das mache ich gleich. Genau. Und dann lasse ich jetzt nämlich hier alles schön brav wachsen. Ich werde Steine klopfen. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.